Ja, hallo und willkommen. Heute möchte ich zu einem Rundflug über Aachen einladen. Ja, das hatte ich schon lange, lange, lange vor. Hatte jetzt aber neulich ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Rechner. Ja, ich hoffe, es klappt diesmal und wir sind jetzt hier am Flugplatz Merzbrück. Ja, schon hier bereit zum Losfliegen in der Cessna 152. Anfang November, sonniges Wetter. Ja, da sind wir im Cockpit. Dann kann es losgehen. Wir starten in westlicher Richtung. Ich habe jetzt hier leider kein Add-on installiert für den Flugplatz Merzbrück. Ja, ich hatte mit den Add-ons hatte einige Add-ons vor dem SIM-Update 10 mal deinstalliert und musste das mal wieder nachinstallieren. Macht aber nichts, Fokus ist ja auf Aachen selbst. Der Flugplatz Merzbrück, der liegt ein bisschen nordöstlich vom Stadtzentrum. Wir können uns hier ganz gut an den Autobahnen orientieren. Also, kaum, dass wir in der Luft sind, mal gerade hier schauen, Klappen, okay, Klappen waren schon oben. Können wir jetzt hier mal aufs Autobahnkreuz Aachen zufliegen. Hier nach links der Blick, ne, wir fliegen jetzt hier nochmal zurück, der Blick, wir fliegen in südlicher Richtung, also links der Blick nach Osten Richtung Köln. Ja, da unten ist auch schon die A4 und direkt vor uns ist das Autobahnkreuz Aachen. Ja, ist ein ganz guter, markanter Wegpunkt auf dem Weg zum Flugplatz Merzbrück. Biegen wir hier rechts ab. Ne, die Autobahn sieht man, teilt sich. Links geht es runter nach Aachen in die City rein und rechts geht es dann weiter Richtung Holland. Bisschen umschauen hier. Also, vor uns sieht man dunkles Grün, Bäume, das ist der Lousberg. Und direkt vor dem Lousberg sieht man ein gelbes Dach, das ist der Aachener Tivoli. Also das Fußballstadion, wo der Alemannia Aachen Verein spielt. Und ja, das gesamte Gebiet, da, das ist halt die sogenannte Sörs. Ja, das ist halt ein größerer Sportpark, da gibt es halt jede Menge. Hier unten, ne, nochmal der Blick zurück, die Autobahn, der Zubringer nach Aachen rein. Ja, jetzt haben wir den Blick Richtung City gerichtet. Wenn man jetzt der Baumreihe folgt, hier Autobahn, macht so ein bisschen eine Rechtskurve. Da sieht man ein Hochhaus, das ist auch ein markanter Wegpunkt. Das Hochhaus ist direkt am Europaplatz. Der Europaplatz, den kriegen wir jetzt hier gleich in Sicht. Ist halt ein schöner großer runder Teich. Und der hat auch einen Springbrunnen. Ja, im Simulator hier ist der Springbrunnen leider aus. Aber wenn man nach Aachen reinfährt und der Springbrunnen ist an, also diese Fontänen, das ist schon richtig schick. Gut. Ja, also hier nochmal ein bisschen näher am Lousberg dran. Leider sind ja zu viele Bäume im Sim. Also viel wird verdeckt. Auf dem Lousberg ist eine Aussichtsplattform, Aussichtsrestaurant, Belvedere. Das kann man jetzt hier leider nicht sehen. Gucken wir nochmal hier zurück, wie man in die Stadt reinfahren würde. Da sehen wir schon Stadtzentrum, Dom und Rathaus. Vielleicht gerade noch kurz, bevor wir dann ins Dom und Rathaus und Stadtzentrum widmen, kann man hier mal am Lousberg lang fliegen. Aachen ist eine Studentenstadt, RWTH Aachen und diverse Fachhochschulen. Hier vorne, diese Hochhäuser, sind die sogenannten Türme, ein Studentenwohnheim. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon hier in die Richtung unterwegs sind, am Lousberg vorbei und die Uni schon erwähnt haben, da kann man dann natürlich auch das Universitätsklinikum zu Aachen gleich mal besuchen. Das ist ja ein ganz kurioser Bau. Also damals habe ich mir das so erzählen lassen, dass da eben ein Planungsfehler stattgefunden hat. Ja, also dieser Bau, der ist ja hier gespickt mit diversen Türmen. Diese Türme, das sind halt die Aufzugsschächte.
Die wurden halt wohl zuerst gebaut und während der weiteren Bauphasen wurde dann festgestellt, das Gebäude wird zu schwer. Der Untergrund kann das Gebäude nicht tragen. Und dann wurde halt beschlossen, das Klinikum halt nicht zur vollen Bauhöhe zu Ende zu bauen. Aber klar, den Betonguss von den Aufzügen, den konnte man jetzt natürlich auch nachträglich nicht mehr entfernen. Ja, also, das führte dann zu diesem Resultat. Ein ganz kurioser, riesengroßer Betonklotz. Ja, hat aber auch irgendwie einen gewissen Charme, finde ich. Ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch notwendig ist, aber vor zig Jahren musste da halt wirklich kubikmeterweise Beton dann unter das Gebäude drunter gepumpt werden, damit das weitere Absacken verhindert wird. Also ja, ne, gibt halt auch bei Großprojekten hier und da mal Planungsfehler oder wie auch immer das jetzt zustande gekommen sein mag. Also ist auf jeden Fall nicht nach Plan gelaufen. Gut. Gerade mal hier ein bisschen orientieren, ein bisschen umschauen. Hier sind wir schon am Stadtrand. Wir sind ja hier am Dreiländereck. Der Aussichtsturm da hinten, der ist in der echten Welt, wenn das der jetzt ist, der ich denke, es ist ein Holzturm. Ist jetzt hier natürlich nicht perfekt abgebildet. Kann man auch nicht unbedingt erwarten. Wohlgemerkt, wenn das der ist, der ich denke. Also am Dreiländereck gibt es einen Aussichtsturm aus Holz. So, da ist das Klinikum. Hier unter uns sind jede Menge Bahngleise. Und das heißt, der Bahnhof ist nicht weit. Ja, muss ich jetzt gerade mal hier wieder einen Schlenker rumdrehen. Vor uns sehen wir den Europaplatz. Also Aachen ist ja wirklich nicht groß. Wir sind hier tatsächlich jetzt über Dom und Rathaus. Bevor wir uns das angucken, fliegen wir jetzt aber hier mal zum Hauptbahnhof noch. Den haben wir eben schon im Bild gehabt. Guck mal aus dem linken Fenster hier raus, da ist das Bahnhofsgebäude. Ja. Und ganz nett ist es auch, ach, dafür fliege ich jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Das können wir uns auf dem Rückweg angucken. Fliegen hier mal rüber, ja, über die Bahngleise. Ah, da sieht man es doch, die Burtscheider Brücke. Ja. Denn hier hinter den Bahngleisen ist das Kurgebiet Burtscheid. Das können wir uns auch mal gerade anschauen. Ja, hier jetzt, also links von der Strebe sieht man die Kurklinik. Und im Hintergrund diese rot-weißen Kirchen da, das sind halt irgendwelche barocken Kirchen, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, welche das sind. Ja, hier der Blick auf Burtscheid. Also das ist alles schon sehr echt. Ne? Ach, jetzt spiegelt die Sonne hier leider. Ja, also hier jetzt wirklich mitten im Bild dieses große Eckgebäude, so im 60-Grad-Winkel, das ist die Kurklinik. Und hier unten ist auch ein schöner Viadukt, ne, von den Bahngleisen. Da geht es dann wieder zum Bahnhof. An der Burtscheider Brücke, nicht weit entfernt, da geht jetzt gerade mein Blick hin, so im Zentrum, da ist das Kleinmarschiertor. Schönes, altes, erhaltenes Stadttor. Da sind wir jetzt vielleicht schon ein bisschen zu hoch. Ich gehe mal ein bisschen runter, dann nehme ich auch mal ein bisschen Gas weg. Ja, also hier, schönes, altes Stadttor. Auf der rechten Seite müssen wir jetzt einen Dom sehen, ja, genau. Dann gucken wir uns jetzt endlich mal die schöne alte Kaiserpfalz von Karl dem Großen an. Also im Jahr 800 hat der da gelebt und gewirkt, ist da auch gestorben und ist da wohl auch irgendwo bestattet. Ja, die Kaiserpfalz besteht halt aus Dom und Rathaus. Das ist schon wirklich toll, tolle Architektur. Und wenn man sich überlegt, wie alt das alles ist, das ist schon beeindruckend. Ja, Kaiser Karl hat da residiert. Hier der rechte Turm am Rathaus, von uns aus gesehen, der Granusturm. Da ist sogar eine wassergespülte Toilette drin. Ja, also das hat der Karl der Große im Jahr 800 nach Christus schon gehabt. Hier fliegen wir jetzt gerade auf die Uni zu. Ja, Hauptgebäude der RWTH Aachen. Dann hier so ein sehr modernes Gebäude, was halt oben wie so ein halbes T aussieht, so ein bisschen T-Träger-mäßig. Also ein umgekipptes L, sagen wir mal. Ja, da
Was haben wir hier soweit? Noch mal eine kleine weitere Runde über die Stadt. Ja, ne, also wo hier jetzt, also hier ist wirklich Universität, ganz viel. Kammern-Auditorium ist halt ein modernerer Bau von der Uni. Also hier sind jede Menge Uni-Institute und alles Mögliche, Hörsäle. Hier auch Auditorium Maximum, der große Hörsaal, Audimax. Aber hier auch. Mal schauen. Ach ja, hier ist das Pondtor. Auch ein altes, sehr schönes, erhaltenes Stadttor. Hier geht dann auch die Pondstraße ab, also da ist auch jede Menge Studentenleben, sehr viele Cafés, Schnellrestaurants, Restaurants und so weiter. Wir sehen jetzt also hier die Pondstraße, die führt dann auch hier wieder direkt aufs Rathaus zu. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das finde. Das Spielcasino ging mir gerade durch den Kopf, aber wo ich jetzt gerade hier lang fliege, man sieht hier unten eine riesen Baustelle. Also die Aachener, die haben hier irgendwie alles neu gemacht. Hier unter uns, das ist der Kaiserplatz. Ja, das müsste irgendwie Adalbertstift oder Adalbertkirche sein. Hier ist eine alte Abtei. Und die Baustelle ist aber, glaube ich, heutzutage mittlerweile längst fertig. Das ist so City, Einkaufszentrum, Einkaufszone. Und ich war da Ewigkeiten nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie es heutzutage aussieht. Hier sehen wir noch unter uns einen sehr großen Gebäudekomplex. Das muss irgendwie entweder Gerichtsgebäude sein oder Justizvollzugsanstalt oder so, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Da haben wir jetzt doch schon mal einiges hier abgeklappert. Und ja, man kann das ja auch mal kurz ein bisschen wirken lassen. Ja. Jetzt kommt hier in Sicht das Spielcasino. Ja, Aachen hat ja auch ein Spielcasino, da ist es. Und ich habe ein großes Hotel direkt nebenan. Also hier das Spielcasino. Haben wir das auch. Okay. Ja, Aachen ist nicht besonders groß. Ich will das jetzt auch nicht so wahnsinnig in die Länge ziehen. Wir fliegen jetzt hier noch kurz über die Söhrs. Hatten es vorhin ja aus der Ferne gesehen. Das Stadion, Aachener Tivoli. Nehmen wir dann hier nochmal ein bisschen näher. Ja, da steht es auch. Tivoli. Buchstaben sehen wirken ein bisschen abgeschnitten an der oberen Kante, aber das war schon eindeutig. Ja, von hier aus, muss man mal gerade kurz auf den Kompass gucken, sollten wir Richtung Osten ungefähr fliegen, um zurück zum Flugplatz Merzbrück zu gelangen. Wir können ja gerade nochmal hier checken. Auf der rechten Seite sind wir schon so weit vorbei. Da hinten, das müsste, ja, da hinten sieht man das Hochhaus am Europaplatz. Ja, und da baumgesäumt sieht man den Autobahnzubringer, da vorne auch schon wieder das Autobahnkreuz. Und vor der Nase haben wir dann auch schon den Flugplatz. Ja, wir sind jetzt hier ungefähr über Würselen noch, also ein Stadtteil, der sehr nördlich liegt. Und ja, noch ein weiterer Stadtteil hier direkt angrenzend, den wir dann jetzt überfliegen. Ich komme nicht mehr drauf. Er fällt der Name nicht mehr ein. Das müsste ich dann nochmal nachschauen. Ja, so viel zu Aachen. Also Aachen war ja schon wirklich von ganz zu Beginn im Flugsimulator als Fotogrammetriestadt drin. Ich meine sogar vor dem World Update 6 Deutschland. Auf jeden Fall vor dem City Update, weil im City Update waren ja ein paar Städte in Also Köln-Düsseldorf, so auf der Nord-Süd-Achse, Bonn, ja, dann haben wir gerade noch ein bisschen viel Fahrt drauf, hier ein bisschen slippen, Maschine langsamer zu kriegen, mal die Klappen raus, die Startbahn ist sehr kurz, wir sind ein bisschen schnell. Ich mache das jetzt mal hier brachial. Also im echten Leben sollte man es halt nicht so machen.
Aber ich hoffe mal, dass ich jetzt hier auf die Art und Weise ganz gut runterkomme. Wieder zurück zum Flugplatz Meersbrück. So, stellen wir die Maschine gerade. Und dann... haben wir es geschafft. Ja. Sehr schön. Wieder heil am Boden. Ja, das war der Rundflug über Aachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war interessant. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.